Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Film-ABCs, die wir heute mal ganz ungewöhnlich beginnen, nämlich mit einem Trailer. Und zwar zu Quentin Tarantinos neuestem Meisterwerk Once Upon a Time in Hollywood. Das ist ein Film, den ihr euch sowieso angucken solltet, weil er ziemlich gut geworden ist, aber auch, weil er in einer sehr speziellen Zeitepoche spielt. Nämlich dem Wechsel zwischen dem traditionellen Old Hollywood, wo man Filme noch auf eine sehr klassische Art und Weise gemacht hat, und dem New Hollywood. Das war so Anfang der 70er. Und es ist zufälligerweise auch eine Zeit gewesen, in der eines der schlimmsten Verbrechen in der Geschichte von Hollywood passiert sind, nämlich der Mord an Sharon Tate. Sharon Tate wird in diesem Film von Margot Robbie dargestellt und in diesem Trailer sieht man sie auch sehr häufig. Das Ding ist allerdings, eigentlich ist Sharon Tate oder Margot Robbie in diesem Film ein Red Herring. Und was das ist, das erfahrt ihr in der neuesten Folge vom Film-ABC. Los geht's. Der Olli, weil er der beste Kameramann der Welt ist, aber ein bisschen dumm, hat er gerade gefragt, ob Margot Robbie tatsächlich einen roten Hering gespielt hat. Nein, natürlich nicht, aber das erkläre ich euch gleich. Bevor wir damit anfangen, gehen wir mal zurück in die zweite Folge vom Film-ABC. Wisst ihr noch, was ich euch da erklärt habe? Ganz schlaue Füchse, und das sind ja alle Zuschauer vom Film-ABC, werden jetzt sagen, na, da ging es doch um den MacGuffin. Aber für all die, die da noch nicht dabei waren oder die vergessen haben, worum es ging, frische ich euer Gedächtnis hiermit nochmal auf. Der MacGuffin ist ein Objekt oder eine Sache, der die Charaktere im Film nachjagen. Alle wollen dieses Ding, aber dem Zuschauer ist das Ding eigentlich ziemlich wurscht. Also, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, der MacGuffin ist ein Element, das die Handlung nach vorne treibt. Die Figuren suchen danach und es dient als Ankerpunkt für euch als Zuschauer und als Ankerpunkt für die Figuren, die irgendwas ganz Spezielles damit zu tun haben, was sie dann zum Ende hin begleitet. Und jetzt werden wieder ganz schlaue Füchse sagen, na sag mal, wenn es den MacGuffin als solch ein Element gibt, gibt es da eigentlich auch das exakte Gegenteil davon? Und da ihr ja die Film-ABC-Zuschauer seid, habt ihr natürlich recht, den gibt es. Das ist der Red Herring. Red Herring, Olli, das sage ich dir gleich mal, ist kein Fisch. Wobei, so ganz ist das gar nicht richtig. Das erkläre ich aber gleich. Eigentlich geht es darum, dass ihr als Zuschauer an der Nase herumgeführt werdet. Mag diese Bewegungen. An der Nase. An der Nase herumgeführt werdet. Das ganze Gehirn weggelutscht. Der Red Herring ist übrigens einer der wenigen Begriffe, die wir hier erklärt haben, die eigentlich gar nicht aus der Filmwelt stammen und auch nicht nur da verwendet werden. Denn den gibt es schon so lange, da ist an das Kino noch gar nicht zu denken gewesen. Etwa Mitte des 19. Jahrhunderts setzte sich der Aberglaube durch, dass wenn man auf eine Treibjagd geht und einem Jagdhund einen geräucherten Salzhering vor die Nase hält, dass das dann sein Nasenorgan so verwirrt, dass er eine falsche Fährte aufnimmt. Das ist eigentlich totaler Quatsch, wurde aber immer wieder in der Geschichte, auch in Büchern zum Beispiel. Schriftsteller haben schon im 18. Jahrhundert davon geschrieben, dass sie Hunde damit auf eine falsche Fährte gelockt hätten, indem sie einen roten Salzhering vor deren Nase halten. Wie gesagt, ist eigentlich nicht richtig, hat sich aber als Redewendung durchgesetzt. Und falls ihr euch fragt, warum eigentlich roter Hering, wenn man einen Hering räuchert, dann wird er rot. Und damit sind wir beim Red Herring. Der Red Herring hat sich seitdem über die Jahrhunderte als rhetorisches Element durchgetragen. Es gibt ihn in der Literatur, es gibt ihn in der Politik. Da gilt der Red Herring als gezieltes Mittel, um politische Gegner und deren Bevölkerung mit Desinformationen zu verwirren. Und es gibt auch Beispiele in Videospielen. Das hier ist einer der besten Klassiker aller Zeiten, das allererste Adventure von LucasArts, Maniac Mansion. Und darin gab es, einige Spieler werden sich vielleicht erinnern, eine Kettensäge. Eine Kettensäge, wenn man sie anklickte, für die aber das Benzin fehlte. Und es gab ganz viele Spieler, unter anderem mich und ich glaube auch Olli, die dieses ganze Spiel nach dem Benzin abgesucht hatten. Das gab es aber nicht. Das ist eigentlich nur ein frecher Spaß von Ron Gilbert gewesen, der dieses Spiel entwickelt hat, den er Jahre später nochmal aufgegriffen hat, nämlich in Zack McCracken. Das ist auch ein Spiel von LucasArts gewesen, in dem gab es dann das Benzin für die Kettensäge, aber leider keine Kettensäge. Erst ganz viele Jahre später, nämlich vor ein paar Jahren, kam im Adventure Thimbleweed Park, das auch von Ron Gilbert gemacht wurde, endlich die Kettensäge mit Benzin zum Einsatz und dort konnte man sie sogar benutzen. Der Red Herring ist also ein Element, das die Zuschauer bewusst auf eine falsche Fährte locken soll. Und nun werdet ihr sicherlich fragen, warum macht man das überhaupt? Warum sollte man einen Leser oder einen Zuschauer bewusst an der Nase herumführen? Nun, das kann man einerseits machen wie in dem genannten Beispiel von Ron Gilbert,
nämlich einfach als frecher Spaß. Man möchte sich einfach mit denen einen Gag erlauben. Und da funktioniert das tatsächlich. Allerdings meiner Ansicht nach nur in Videospielen. Das kannst du in Filmen nicht unbedingt bringen. In denen funktionieren sie aber ganz wunderbar, um den Zuschauern den Boden unter den Füßen wegzuziehen. Genau deshalb sind sie nämlich der Nährboden für ein paar der größten Twists der Filmgeschichte. Ich nenne euch mal ein Beispiel, damit es wieder einfacher wird. Wir gucken uns den Film Saw an. Der ist bekannt geworden, weil sich da am Ende jemand den Fuß absägt und wegen der skurrilen Fallen. Aber der allererste Teil hatte auch einen Twist, den damals hat niemand kommen sehen. Ich bin ganz offen, ich bin kein großer Fan des Twists, weil Twists für mich immer besser vorbereitet sein müssen und das war der nicht. Aber es ist das perfekte Beispiel für einen Red Herring. Denn als Zuschauer sind wir in so einem Krimi-Film mittlerweile darauf gepolt, den ganzen Film abzusuchen, nach dem Mörder, nach der Mordwaffe. Ist das jetzt gerade ein Hinweis? Oh, er hat jetzt was gesagt, das könnte verdächtig sein. Und in diesem Film habe ich mich damals auch dabei ertappt, die ganze Zeit zu denken, ja, aber wer hat denn das Ganze jetzt initiiert? Warte mal, die Figur ist gerade ins Bild gekommen, der muss irgendwas damit zu tun haben. Und das hat in diesem Film nicht funktioniert, denn der Mörder ist, Achtung Spoiler, wer Saw noch nicht gesehen hat, was eigentlich niemand sein dürfte, ich sag's aber nur mal vorher, ist der Typ, der die ganze Zeit im Raum lag. Der ist keine Leiche, sondern ist eigentlich am Leben. Klassischer Red Herring, mittelguter Twist, wie ich finde. Anderes Beispiel mit einem besseren Twist ist das hier. Das ist The Sixth Sense von M. Night Shyamalan, der das immer wieder gemacht hat, die Leute auf falsche Fährten zu locken. Und das ist ihm nie wieder besser gelungen als in The Sixth Sense, wo er Bruce Willis eingeführt hat, der sich am Ende als, Achtung Spoiler, tot herausstellt. Und das ist besonders clever gemacht, weil eigentlich die ganze Zeit im Film auch immer wieder Hinweise gestreut werden, dass er ja auch ein Geist sein könnte, nur ergeben die erst am Ende Sinn. Bis dahin ist der Red Herring in Full Effekt. Wir als Zuschauer kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass er irgendwie ja tot sein könnte oder mit der Handlung, mit so einem Twist am Ende in Verbindung stehen könnte. Wie gesagt, der Red Herring ist für ein paar der größten Twists der Filmgeschichte verantwortlich. Wie zum Beispiel in Die üblichen Verdächtigen. Da stellt sich nach 2 Stunden Film am Ende heraus, dass Kevin Spacey eigentlich der Bösewicht ist. Oder zum Beispiel in Psycho, wo am Ende nochmal ein ganz anderer Killer ins Spiel kommt. Oder in Memento, der Film, der rückwärts läuft und wo dann quasi am Anfang sich herausstellt, dass das Ende falsch ist. Es braucht aber nicht immer ein Twist-Ending, damit man vorher einen Red Herring benutzt. Es gibt zum Beispiel den Fall von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban, wo sehr schön mit Gut und Böse gespielt wird. Da denken auch die ganze Zeit alle, dass Sirius Black der Bösewicht ist. Auch das stellt sich als falsche Fährte heraus. Oder aber es gibt Filme wie No Country for Old Men, wo man das Gefühl hat, man folgt der Handlung und dem Helden des Films, der dann aber plötzlich mittendrin stirbt. Auch da wird die Erwartungshaltung und das Sehverhalten der Zuschauer schön unterlaufen. Wir sind ja gewohnt, dass der Typ oder die Frau, die man uns am Anfang präsentiert, das muss auf jeden Fall der Hauptcharakter oder der Held sein. Und manchmal nutzen das Filme, um einen Red Herring zu platzieren. Manche Filme beginnen mit einem Red Herring, der dann als Cliffhanger benutzt wird. Wie zum Beispiel Mission Impossible 3, wo am Anfang der Eindruck erweckt wird, dass die Frau von Ethan Hunt ermordet wird. Oder wieder andere Filme bauen ihre gesamte Prämisse auf einem Red Herring auf. Wie zum Beispiel Shutter Island. So richtig unnütze Gegenstände, wie zum Beispiel in Maniac Mansion oder in Zack McCracken, die dann da platziert werden, um das Publikum einfach zu verwirren, die gibt es eher selten, denn die gelten im Film als eher unelegant. Ein gutes Beispiel ist eigentlich zum Beispiel das Lichtschwert von Luke Skywalker in The Last Jedi. Wenn ihr euch entsinnt und den Film gesehen habt, in The Force Awakens wird dieses Lichtschwert ja gefunden und Rey reist dann extra zu Luke, um ihm dieses Lichtschwert zu geben. Die ganze Zeit wird so ein Mysterium um dieses Lichtschwert gemacht und man denkt dann automatisch als Zuschauer, oh, das hat eine gewisse Bedeutung, bis dann in The Last Jedi das hier passiert. Es stellt sich heraus, dieses Lichtschwert hat überhaupt keinen Zweck. Es hat zumindest den Zweck erfüllt, dass Rey zu Luke geflogen ist, aber das Objekt selbst ist eigentlich völlig nutzlos. Und das haben die Macher wahrscheinlich erst in The Last Jedi so entschieden. Denn J.J. Abrams hat das in The Force Awakens definitiv anders geplant. Würde ich zumindest so für, ich hoffe es zumindest für alle Beteiligten, weil das war, wie ich schon sagte, maximal unelegant.
Und es gibt ein aktuelles Beispiel und das habe ich vorhin schon genannt. In Once Upon a Time in Hollywood ist Sharon Tate auch nichts anderes als ein Red Herring. Warum das so ist, das sage ich euch jetzt aber nicht. Dafür ist der Film zu neu und dafür, finde ich, solltet ihr ihn auch wirklich selbst erleben. Und dann werdet ihr spätestens in der zweiten Filmhälfte herausfinden, warum das so ist. Ein meiner liebsten Red Herrings möchte ich euch zum Abschluss noch nennen. Es gibt in The Secret of Monkey Island eine Anspielung. Denn der Red Herring ist mittlerweile so bekannt geworden als Stilelement, dass es immer mehr Anspielungen darauf gibt. Und zum Beispiel in GTA San Andreas oder im Film Madagaskar. Und wie gesagt, in Monkey Island gibt es meine Liebste. Da trifft Guybrush Threepwood auf einer Brücke auf einen Brückentroll. Und der lässt ihn erst durch, wenn er ihm ein völlig unnützes Objekt gibt. Was gibt er ihm? Olli? Einen roten Hering. Ihr seid, ich sag ja, das Film-ABC-Publikum und der Olli, ihr seid alle so schlau. Ich hab die Komplettlösung gelesen. Ach so. Ja, dann bis zum nächsten Mal mit einem anderen Begriff.